Tarier. Erdschleifenmessung mit Erderzangen. Hier gehe ich jetzt direkt um den Erder. Und welcher Wert wird hier ermittelt? Das ist natürlich die Reinschaltung, erlaubt eine Messung des Erdungswiderstandes ohne Auftrennen des Erders. Als Referenz wird der EVU-Erder genutzt. Das Messergebnis ist die Reinschaltung des Anlagenerders und des EVU-Erders. Das heißt, wenn ich da herumgehe, weiß ich, jawohl, Erdungssystem ist geschlossen. Ich habe jetzt hier einen Wert von 0,09. Es ist sehr niederohmig, alles ist gut. Sobald ich aber mehrere Ableiter hier habe, müsste ich das Ganze um die mehr anderen Ableiter auch noch machen. Also hier tatsächlich nur die Aussage, jawohl, der Erdungswiderstand ist hier an diesem Ableiter in Ordnung. Erdungsmessverfahren, hier nochmal ein bisschen bildlich dargestellt, die Dreileitermethode, die Vierleitermethode, einfach die Unterschiede und was ich mit den Messwerten eigentlich interpretiere. Was habe ich da für eine Aussage? Wichtig ist immer nur, für was brauche ich diese Erdungsmessung? Was ist das Ziel dieser Messung? Reicht es tatsächlich, wenn ich einen niederohmigen Durchgang habe? Dann geht es ja ganz einfach mit dieser Zange. Will ich aber mein Erdreich haben, zum Beispiel bei dieser Dreileitermethode, wo ich die Erder, Sonde und Hilfserder schlage, die 62% einhalte, unten auf dem rechten Platz sieht man jetzt die 52%, die 62%, die 72% und wir greifen jetzt diese 62% ab, das ist in der Mitte. Das heißt, hier muss das Erdreich homogen sein und bekomme dann auch sehr schnell eine Aussage über den Erdungswiderstand. Also auch hier immer die Frage, was habe ich für einen Erder vor mir? Wie kann ich den schnell und einfach messen? Kann ich den überhaupt auftrennen? Wenn nicht, muss ich sofort ein anderes Messverfahren zur Hilfe nehmen und natürlich schauen, mein Messgerät, kann das dieses Messverfahren überhaupt machen? Kann ich mit der Zange einen Erder messen, den ich einfach in die Erde reinschlage? Nein, das geht nicht. Ich muss einen Stromkreis geschlossen haben. So, jetzt könnte ich ja eine Messstrippe vom Erder zu meiner Unterverteilung legen und dort messen, dann hätte ich ja auch einen Erdungswiderstand zu messen. Also es gibt hier schon Tricks und Kniffe, wie man sich das Ganze wieder vor die Augen führen kann, aber man muss sich mit dem ganzen Thema dann natürlich auch etwas beschäftigen. Erdungswiderstand nach der Wenner-Methode, haben wir alle mal gehört, in der Schule gelernt, dann nie mehr gemacht. Das sind ja diese Spießeschlagen, wo ich mit einem Meter anfange, dann gehe ich auf 2 Meter, auf 3 Meter, auf 4 Meter, trage das in ein Protokoll ein und kann so einen Aufschluss über mein Erdreich bekommen. Wo, in welcher Tiefe finde ich denn meinen idealen Erder? Und das ist die sogenannte Wenner-Methode, die in der Regel draußen auch gemacht wird. Und wir haben dort die Erder, wo wir in 1 Meter bis 30 Meter einfach auseinandergehen und dann so ein Bodenprofil erstellen und daraus dann Rückschlüsse ziehen, in welcher Tiefe ist dann in der Regel mein bester Widerstand. Wir machen das in unseren Kursen immer so, dass wir von 1 bis 10 Meter das Ganze machen und dann auf ein Blatt aufschreibe und so bekomme ich dann immer einen Rückschluss über meine Erdung. Wird sie besser, wird sie schlechter? Wie sieht das Ganze aus? Bin ich jetzt auf einer Wurzel? Bin ich auf einer Wasserader? Das Ganze muss ich dann natürlich interpretieren können. Und genau das ist die Krux an der ganzen Geschichte. Je mehr ich Erdungsmessung mache, desto sicherer bin ich und desto mehr kann ich auch Rückschlüsse aus den einzelnen Messverfahren ziehen. Die Wenner-Methode, wie gesagt, ich habe hier eine Formel, da müsste ich die ganzen Werte eintragen und hier gibt es immer wieder verschiedene Erdungswiderstände, wo ich die messe. Ich muss es in eine Tabelle eintragen und ich muss halt hier immer aufpassen, dass ich diese nicht gegenseitig beeinflussen. Man sieht es in dieser Halbkugel, sobald ich da zu nah beieinander bin, sehe ich das am Messwert. Jetzt gehe ich wieder weiter auseinander, dann wird es besser. Und so ist es eigentlich draußen auch in Gelände, wenn ich dort eine Messung mache, ich bin da viel auf Werte angewiesen, die ich aus der Zukunft kenne oder wo ich weiß, oh, da könnte jetzt ein Erder
ein Metall im Boden drin sein oder es liegt da eine Leitung drin, eine Stromleitung. Das kriege ich alles mit den Messwerten raus, aber da muss ich mich schon sehr, sehr gut auskennen. Spezifischer Erdungswiderstand nach Schlumberger. Wer das schon mal gehört hat, der ist schon gut. In der Regel ist hier einfach ein alteres Messverfahren und zwar kann ich dort die beiden Äußeren und Spieße stecken lassen und ich versetze nur die beiden Inneren. Das muss mein Messgerät aber zur Verfügung stellen und dann sind wir schon in einem Bereich, wo es etwas teurer wird. Dieses Gerät hier kann das und für spezielle Anwendungen ist das natürlich sehr, sehr hilfreich, weil ich schneller an meine Messung herankomme. Aber in der Regel reicht ein normales Erdungsmessgerät, so wie es hier abgebildet ist, völlig aus und ich muss nur meine Abstände, die Spieße stecken und trage das in ein Protokoll ein, in eine sogenannte Kurve und bekomme dann die Aussage, in welcher Tiefe mein idealer Erder sitzt. Geeignete Messgeräte dafür gibt es natürlich. Ich muss nur die 61557 beachten, das muss dieses Messgerät können und die Prüfgeräte sollten mindestens alle 3 Jahre vom Hersteller kalibriert werden. Mindestens alle 3 Jahre, das gibt es auch schon jährlich und zwar je nachdem, wenn ich mich zertifizieren lasse, noch 9001, 9002, was es da alles gibt, kann das tatsächlich sein, dass ich meine Geräte tatsächlich jährlich kalibrieren muss. Aber hier würde tatsächlich alle 3 Jahre ausreichen, wenn ich das für ganz normale Anwendungen draußen verwende. Normen und Richtlinien finden wir in der 0185 oder EN62305-3, dann schutzbauliche Anlagen, ist darunter. Und die DIN 18014 haben wir vorher auf der dritten Seite mal gesehen, Fundament, Erderplanung, Ausführung und Dokumentation. Dazu gibt es im Moment einen Entwurf Erdungsanlagen für Gebäudeplanung, Ausführung und Dokumentation. Und da geht es eigentlich nur darum, wie mache ich meinen Aufbau bei der Prüfung dieser Erdungsanlage? Was habe ich da für Ergebnisse zu erwarten? Wie sieht das Ganze aus mit dem Messergebnis? Reicht es, wenn ich eine niederohmige Verbindung habe? Wie niederohmig muss sie sein? Ich habe doch sowieso meinen EVU-Erder, der ja niederohmig geliefert wird. Warum muss ich jetzt überhaupt noch meine Erde prüfen? Wenn ich die prüfe, sollte ich das natürlich dann richtig machen. Und dann geht das Ganze schon ein bisschen los. Dann muss ich mich schon ein bisschen damit auseinandersetzen. Ich muss mich auskennen. Und natürlich, je öfter dass ich das gemacht habe, desto mehr Aussagen kann ich treffen, wie das Ganze aussieht. Prüfprotokolle gibt es natürlich auch dazu. Die DIN wäre die 18014, wo ich einfach meine Eintragungen vornehmen kann. Da gibt es verschiedene Protokolle am Markt. Und das Erdungsprotokoll, wie das hier abgebildet ist, das wäre die VDE RN 4110. Hier einfach mal dargestellt, wie das aussieht. Das kann man sich ja dann ausdrucken und verwenden. Es gibt kein einheitliches Prüfprotokoll, wie das Ganze auszusehen hat. Hier ist dem Anwender immer das zu raten, was für ihn das Wichtigste ist, was das Einfachste ist. Und wenn solche Protokolle schon im Markt verfügbar sind, warum nehme ich dann nicht eins hier? Die Dokumentation, Durchgangsmessung der Erdungsanlage, also nicht die Erdungsmessung, sondern die Durchgängigkeit. Und auch hier immer die Frage, was will ich denn mit meiner Messung erreichen? Was ist wichtig, wenn ich einen Erder nachweisen muss, der 2 Ohm hat, dann wird das Ganze ein bisschen kritischer. Bei 10 Ohm sieht es schon ein bisschen anders aus. Also muss ich mich hier halt ein klein bisschen damit beschäftigen. Ich bin so langsam an meinem Vortrag am Ende. Das heißt, wir haben Messbücher, wir haben Prüfablaufpläne, wo man das Ganze noch ein bisschen nachlesen kann. Aber das Erdungsmessen, das ist ein sehr interessantes Thema. Das merke ich auch immer in meinen Seminaren. Da herrscht halt viel Unwissenheit. Und wenn man das dann richtig machen will, dann ist der Aufbau etwas komplizierter. Ich kann nicht auftrennen oder es ist alles ein bisschen aufwendig.
Die Frage ist immer nur, will man das schnell und einfach haben, möchte man es genauer haben? Und dann gibt es, wie gesagt, immer diese Frage der Anwender, mache ich jetzt das richtig, ja oder nein? Und dazu brauche ich halt sehr viel Erfahrung. Ich wäre mit meinem Vortrag jetzt soweit am Ende. Fragen haben wir ja natürlich noch. Bis jetzt gab es nur die Frage erstmal, ob es eine Aufzeichnung geben wird. Ja, genau. Da hat auch schon ein fleißiger Nutzer schon den Link dazu reingepostet, wo die auftauchen wird. Dann die Frage haben Sie eigentlich gerade schon beantwortet, und zwar, wie bekommt man das Messbuch oder den Prüfablaufplan? Genau, das war einfach, dass man Ihnen einmal schreibt und dass Sie das dann zusenden, richtig? Ganz genau, so machen wir das ganz einfach und unkompliziert.